Schönen guten Abend, liebe Teilnehmer unseres Workshops. Schön, dass Sie wieder hier dabei sind bei unserem Montagsworkshop. Hier geht es ja um Agile Care und die selektive, zielgerichtete Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und ich begrüße Sie ganz herzlich und auch natürlich diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen. Und vielen Dank natürlich an meine Eltern für eure Hilfe bei der Beantwortung der Fragen hier im Chat. Fragen können Sie ja hier im Live-Workshop im Chat stellen und die werden wir Ihnen auch live beantworten während dieses Workshops. Fragen, die Sie in der Aufzeichnung, also im Chat der Aufzeichnung des Workshops stellen, die erhalten wir als E-Mail. Und beantworten Sie ihn natürlich auch als E-Mail. Die Fragen, die Sie dort im Chat der Aufzeichnung stellen, die werden natürlich nicht in der Liste aufgezeigt. Die können Sie selbst dann nicht verfolgen. Lediglich die Fragen, die hier live gestellt worden sind. Das einmal nur ganz kurz zum Eingang, weil wir in der letzten Woche auch hier mehrere Fragen dazu erhalten haben. Und ich wollte es Ihnen einfach mal ganz kurz hier kurz erklären. Ansonsten freue ich mich, wir starten gleich mit der Präsentation und haben wir hier auch den 1. Juli 2024. Und das ist ein Montag und wir haben hier unseren Workshop. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht, keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und ich gebe Ihnen gleich jetzt hier noch die Folien zum Download bereit. Und zwar können Sie sie jetzt ab jetzt bis zum Ende des Workshops können Sie in Ruhe herunterladen und dann bei sich abspeichern, wenn Sie das möchten. Dafür habe ich es Ihnen jetzt hier freigegeben. Ja, es geht wie gesagt um den Einsatz von Agile Care, also spezifischer, selektiver elektromagnetischer Frequenzmuster zur gezielten Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und hierfür stehen uns über 3000 verschiedene Anwendungen zur deren gezielter Eliminierung zur Verfügung. Sie sehen hier schon einige Charakteristiken, was wir mit Agile Care hier erreichen können. Die Anwendungen können auch kombiniert angewendet werden. Wir haben ja auch dank der Herangehensweise von Dr. Ray verschiedene Möglichkeiten. Zuerst natürlich gegen die typischen, dem Symptom der Diagnose zugeordneten Mikroorganismen. Und zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, gegen die Parasiten direkt auch vorzugehen, auch trotzdem, wenn diese zu den oben genannten typischen gehören sollten. Und dann natürlich auch gegen die von uns vermuteten Parasiten direkt. Hier kann man auch nichts falsch machen, weil wenn die Erreger doch nicht vorhanden sein sollten, die Frequenzen werden schadlos durch unseren Körper geleitet. Und ja, ich möchte es einmal am Beispiel verdeutlichen. Ein Beispiel, zu dem wir auch sehr oft gefragt werden. Und Sie kennen vielleicht das Phänomen des grünen Opels. Ich nenne es bei mir so den grünen Opel, weil wir, wenn wir in Urlaub gefahren sind, früher zur Unterhaltung von uns Kindern, wir haben dann auf der Gegenfahrbahn die grünen Opel gezählt oder eine andere Farbe oder ein anderes Auto. Und dann waren natürlich sehr, sehr viele grüne Opel dann unterwegs. Und so ist es mir auch ergangen, indem ich mich vorbereitet habe hier auf den Workshop und auf das Thema. Und nämlich das Thema ist Spinalkanalstenose. Und nun hatte ich dann auch heute sehr, sehr viele Anfragen direkt heute, aber auch in der vergangenen Woche hier zu diesem Thema. Und ja,
Vielleicht sind sie ja auch davon betroffen und dann ist das für sie auch noch zusätzlich interessant. Ja, zunächst haben wir hier eine Stenose. Was ist eine Stenose? Eine Stenose ist nichts anderes als die Bezeichnung einer Verengung. Und diese Verengung tritt bei uns im Körper, kann betreffen die Blutgefäße und andere Hohlorgane. Und es wird dabei die normale Passage behindert von, in dem Fall Blut oder Nährstoffen oder Darminhalten. Und Stenosen können vielfältig entstehen. Also einmal zum Beispiel durch Narbengewebe, durch Verwachsungen. Aber auch raumfordernde Prozesse bilden eine Stenose. Plaques, die sich anlagern, bilden eine Stenose, also eine Verengung. Und zum Beispiel die Stenose an der Karotis, Karotis ist die Halsschlagader, dort kann es sein, dass eben da Plaques die Stenose bilden. Und Plaques bestehend aus Mikroorganismen, vor allem voran zum Beispiel die Chlamydia pneumoniae. Und es gibt hier für uns mit AgelCare die Möglichkeit, gezielt hier diejenigen beteiligten Mikroorganismen zu eliminieren. Und Sie sehen hier schon, wenn jetzt hier Plaques in der Arterie, in dem Fall dort, vorhanden sind, dann geht man bei der Diagnose von einer Arteriosklerose aus. Und so heißt auch die Anwendung, die wir empfehlen, A21 Arteriosklerose, also Abianton 21 Arteriosklerose. Und die zweite Anwendung gegen die typischen hier beteiligten Erreger, Mikroorganismen, die hier daran beteiligt sind, A371, Chlamydia pneumoniae, Sie kennen sie inzwischen, also Avianton 371, Chlamydia pneumoniae. Wissenschaftler haben übrigens herausgefunden, dass Arteriosklerose eine Vorstufe von Skorbut ist. Somit besteht auch außerhalb von AgelCare noch die Empfehlung unsererseits, Vitamin C zu sich zu nehmen. Da gibt es die Möglichkeit, hochdosiert Vitamin C infundiert zu bekommen. Oder man kann das oral zu sich nehmen. Da gibt es die Möglichkeit, in liposomaler Form Vitamin C zu sich zu nehmen. Oder als Ascorbat. Ascorbat ist das Salz der Aminosäure Vitamin C. Also, und die gibt es als Natrium- oder Calciumascorbat. Das nur nebenbei hier als Hinweis. Ja, wir wollten uns aber auch eigentlich der Spinalkanalstenose zuwenden und diese uns anschauen. Und ich habe hier Ihnen das einmal aufgeschrieben. Es kommt hier zu einer Verengung und mit Kompression und Druck auf die Nerven innerhalb des Wirbelkanals. Und betroffen sind hier meistens die Lenden, aber auch nicht selten die Halswirbel. Dort in diesen Gegenden kommt es meist zu einer Spinalkanalstenose. Wie kommt es zu solch einer Verengung? Das können wir uns hier einmal anschauen an dem Bild, was ich hier mitgebracht habe. Ich hoffe, Sie können es sehr gut sehen. Ich verzichte jetzt mal, meinen Stift in die Hand zu nehmen hier von dem Programm, weil dann sehen Sie die ganze Schrift etwas unklarer. Deswegen versuchen wir es einfach mal so. Sie sehen hier in der Mitte das Gelbe, da steht dran Wirbelkanal und darunter steht Nervenfasern. Das sind die angedeuteten schwarzen Striche im Wirbelkanal. Sie sehen auch hier markiert die Lendenwirbel und darunter eine Bandscheibe. Das in dem Fall ist es eine normale Bandscheibe mit ihrer normalen Ausdehnung. Und weiter und direkt darunter sehen Sie eine flache Bandscheibe, die eben hier an Höhe verloren hat, weil das Bindegewebe eventuell geschwächt ist und hier die Bandscheibe abgenutzt ist. Und Sie sehen auch hier einen sogenannten Bandscheibenvorfall. Das heißt, wenn die Bandscheibe sich dann in den Wirbelkanal vorwölbt, das nennt man Bandscheibenvorfall. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sehen Sie dann noch Dornfortsatz. Und was Sie auch sehen, hier das Gelbe, nennt sich gelbes Band.
Da steht in Klammern Ligamentum flavum, also das sind die Bänder von unserer Wirbelsäule. Und Sie sehen einen verengten Wirbelkanal. Da steht auch direkt drunter Spinalkanalverengung. Und Sie sehen hier, dass hier auf der anderen Seite das gelbe Band verdickt ist, ist es geschwollen. Und dadurch entsteht eben hier auf beiden Seiten eine Verengung für den Wirbelkanal, für die Nervenfasern, die da durchlaufen. Also der Druck eben vom Bandscheibenvorfall zuzüglich eben des geschwollenen Bandes, sehen Sie hier ganz deutlich, was das mit sich auf sich hat, wenn wir von einer Spinalkanalstenose sprechen. Wir haben hier also nur in der lokalen Situation haben wir hier, was die Bandscheibe angeht, zum Beispiel schwaches Bindegewebe in den Bandscheiben und auch in den Bändern. Dazu haben wir aber auch letzte Woche schon einmal was kurz gehört, wie es zu einer Schwächung des Bindegewebes und dann auch in den Bandscheiben kommen kann. Da ging es zunächst erstmal um Vergiftung zwar, aber auch hier, wie gesagt, ging es um die Schwächung des Bindegewebes. Und es ging um Mikroorganismen, die hier auf Zellenebene unsere Zellen schwächen, sie in einen Ersatzstoffwechsel zwingen, was dazu führt, dass das Milieu um die Zellen auf Zellenebene sich verändert, was zur weiteren Schwächung des Bindegewebes beiträgt. Ja, was haben wir noch in der Situation? Natürlich, diejenigen, die betroffen sind, wissen, ja, Schmerzen treten auf durch die eingeklemmten und beeinträchtigten Nerven. Es kann auch dazu kommen, dass die Nerven geschwollen sind, was eben auch zur Irritation führt und eben teilweise werden die Nerven auch in ihrer Struktur geschädigt. Die Symptome, die außerhalb der Schmerzen auftreten können, können zum Beispiel auch eingeschlafene oder kribbelnde Zehen oder Füße sein oder aber auch sonstige Missempfindungen. Und wir empfehlen zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen die Anwendungen hier, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Hier geht es immer um die entsprechende Eliminierung der betreffenden und zutreffenden Mikroorganismen. Wir haben die Anwendung C938 Lumbago, also Cervicesar 938 Lumbago, in Klammern steht Hexenschuss. Die Anwendung C1052, Reparatur der Myelinscheide, also Cervicesar 1052, Reparatur der Myelinscheide. Dann C321, cerebrospinale Beschwerden, also Cervicesar 321, cerebrospinale Beschwerden. Als nächstes, das haben wir auch in dem Bild gesehen, die Anwendung U355 Bandscheibenvorfälle. Da steht noch in Klammern Krämpfe durch mikrobielle Toxine. Also es ist nochmal ein Hinweis eben, wie das dazu kommen kann, dass eben da das Bindegewebe entsprechend geschwächt ist und dann zu Vorfällen kommt. Also U wie Ulrich 355 Bandscheibenvorfälle. Und dann die Anwendung nicht zu vergessen, die hier aufgrund der Diagnose naheliegend ist, A312 Stenose, also A wie Anton, 312 Stenose. Ja, wichtig, hier geht es, wie schon erwähnt, auch um geschwächtes Bindegewebe. Also Sie wissen natürlich jetzt, was noch kommt, was für ein Hinweis diesbezüglich. Wir empfehlen zur Unterstützung zur Entgiftung und zur Unterstützung des Bindegewebes Naturzeolit 10 Mikrometer. Konzentrieren Sie sich auch darauf, auf diese Einnahme von diesem Naturprodukt, das eben hier sehr, sehr viele Aufgaben erfüllt. Unter anderem, wie gesagt, die Entgiftung steht hier auch nochmal da, Adsorption von Schad- und Giftstoffen und wichtig, die Zufuhr von kolloidalem Siliziumdioxid. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, haben Sie durchaus Geduld. Optimieren Sie
die Randbedingungen für sich und bleiben Sie bei den Anwendungen und führen Sie sie kontinuierlich, möglichst jeden Tag, wenn möglich, mehrfach am Tag durch, um hier zum Erfolg zu kommen. Das ist hier noch ein wichtiger Hinweis von unserer Seite. Ja, weil ich mehr Fragen dazu in der vergangenen Woche erhalten habe, möchte ich hier auch noch mal ganz kurz demonstrieren, wie Sie zu unseren Workshop-Vorträgen gelangen. Ich werde hier mal einmal meinen Bildschirm teilen mit dem Fenster und Ihnen zeigen, wie wir hier vorgehen. Ich hoffe, Sie können mein Fenster sehen. Ich werde mal kurz den Chat mir. Achso, das geht natürlich so nicht, aber ich hoffe, das funktioniert. Sie sehen hier unsere Website einmal. Das ist die Website mit der Adresse ulrich-mtc.de. Das finden Sie ja auch in unseren Kommunikationswegen, finden Sie auch hier unsere Adresse. Und das ist unsere Startseite. Dort finden Sie alles, wofür wir stehen, was wir was wir für Sie gerne präsentieren möchten. Und Sie sehen auch hier unten, ich scroll mal runter, sehen Sie auch immer noch die Möglichkeit, dass Sie sich zum Newsletter abonnieren können, um auch keine aktuellen Nachrichten verpassen zu wollen. Und können. Hier haben Sie die Möglichkeit, eben Vorname, Nachname einzutragen und auch eben Ihre E-Mail-Adresse. Das ist wichtig, weil die Nachrichten kommen per E-Mail. Dann bestätigen Sie noch bitte, dass Sie kein Roboter sind. Und ab geht's auf die rote Schaltfläche. Ja, ich will den Newsletter abonnieren. Da kommt dann in Ihren E-Mail-Kasten sofort eine Nachricht, in dem Sie nochmal bestätigen, dass Sie diesen Newsletter auch abonnieren möchten. Das ist notwendig, leider. Leider sage ich, weil das eben ein zusätzlicher Schritt ist und der eigentlich fast nur juristische Gründe hat. Also hier diese vier Sachen, dann können Sie auch von uns automatisch mit Neuigkeiten versorgt werden. Worauf ich hinaus wollte, ist hier oben das Menü. Sie sehen hier einmal die Startseite, da sind wir gerade. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass Sie von hier aus direkt in den Shop gelangen. Und als drittes, also den dritten Menüpunkt, finden Sie Beiträge. Und wenn Sie da mit der Maus rüberhovern, dann finden Sie nochmal ein kurzes Dropdown-Menü. Dort ist gibt es um Blogbeiträge. Und der zweite Punkt von oben, da finden Sie die Agile Care Workshops. Ich klicke da mal drauf, damit Sie das auch sehen, was dann passiert. Da öffnen sich hier die Präsentationen. Und Sie können hier oben in dem Feld, wo ich jetzt gerade mit meiner Maus was eintragen möchte, da können Sie dann ebenfalls Ihren Suchbegriff eintragen. Wir haben ja die Vorträge meistens mit Stichworten versehen, sodass Sie da auch noch danach suchen können. Sie müssen also nicht jetzt eben sich erinnern müssen, welches Datum hier, an welchem Datum dieser Vortrag gehalten worden ist. Das ist natürlich auch möglich, dass Sie nach dem Datum schauen. Aber zum Beispiel hatten wir angesprochen letzte Woche die Pilzgifte oder Mykotoxine. Und wenn ich da draufklicke, also den Suchbegriff eintrage und hier auf der rechten Seite auf die graue Lupe gehe, dann finde ich genau einen Beitrag, wo wir dann dieses Thema behandelt haben und das auch in den Stichworten dabei ist. Sie können hier dann auf die Workshop-Präsentation gehen. Sie sehen, da verändert sich bei mir jetzt auch die Farbe und können dann hier diesen Workshop anschauen. Also den Workshop, den Vortrag des Workshops können Sie sich anschauen. Und hier unten drunter haben Sie nochmal die Möglichkeit, die Präsentationsfolien herunterzuladen. Also das hier eine Möglichkeit. Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen. Und zwar ging es um Bicos bezüglich der Zahnherde. Und da finden wir ganz viele.
Beiträge oder erstmal in erster Linie sehr viele sind ein paar heißen hier AGISMART 44, 43, 37. Das sind als Beiträge, die eben im Rahmen unseres AGISMART Infodienstes zur Verfügung gestellt sind. Und wenn Sie Abonnent sind, dann können Sie sich dann diese auch aufrufen. Sie werden dann nochmal gefragt, ob Sie sich einloggen. Und wenn Sie sich eingeloggt haben, erfolgreich, dann können Sie auch diese Beiträge sich anschauen. Und Sie finden aber auch hier den Workshop mit dem Datum vom 18.09. Und auch den können Sie sich hier mit Klicken aufrufen und sich hier eben die Präsentationsfolien herunterladen, aber auch zum Beispiel die bei diesem Workshop freigegebene Einnahmeempfehlung von Natursilizium-Mikrometer. Und wie gesagt, wie immer hier auf die Play-Taste drücken und sich den gesamten Vortrag anschauen von uns. Und ein letztes Beispiel habe ich noch, weil wir auch letzte Woche drüber gesprochen hatten. Und zwar ging es um Wasser markieren. So. Wenn ich das so schreibe, dann finde ich da nichts. Ich mache mir das jetzt mal einfach und gebe einfach nur Wasser ein. Und dann finden Sie hier diesen Beitrag, auf den ich mich bezogen habe letzte Woche in meiner Erklärung. Hier finden Sie den Beitrag Erstellung von markiertem Wasser. Und auch hier wiederum können Sie sich dann das Video anschauen, in dem wir das entsprechend präsentieren, wie Sie vorgehen können nach unserer Empfehlung, um Wasser zu markieren mit den elektromagnetischen Frequenzen von AgilCare. Gut, wunderbar. Dann beende ich jetzt hier die Freigabe und bin sofort wieder für Sie da. Und wir waren ja hier bei dem Naturzeolit. Und ich habe Ihnen hier noch einmal die Kommunikationswege zu uns aufgezeigt, wie Sie zu uns kommen, wenn Sie mit uns kommunizieren möchten. Und auch hier noch einmal die Informationen, wie Sie zu 150 Euro Tipprovision gelangen, nämlich über die Empfehlung von AgilCare, die dann im Kauf resultiert. Ja, vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich nochmal recht herzlich bei meinen Eltern, dass ihr die Fragen entsprechend schon mal zur Beantwortung vorbereitet habt. Vielen lieben Dank und